Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimme Aktuell. Die Vorbereitungen für den Ausbau der A6, die nehmen Fahrt auf. Nach den Rodungen rund um das Kreuz A6 B27 bei Neckarsulm wurden gestern die Lärmschutzwände an der Christian-Schmidt-Schule in Neckarsulm montiert. Die Schüler sollen somit vor Störung und Ablenkung geschützt werden. In den nächsten Monaten wird direkt vor der Schule der sogenannte Taktkeller eingebaut. Dort werden dann die Einzelteile der neuen Neckarbrücke zusammengeschweißt und anschließend über den Neckar geschoben. Die Deutsche Bahn hat den Austausch von Zugmaterial auf der Frankenbahn abgeschlossen. Zwischen Stuttgart, Heilbronn und Würzburg sind jetzt mehr Doppelstockwagen unterwegs. Einige der über 40 Jahre alten sogenannten Silberlinge wurden dagegen ausgemustert. Damit hat die Bahn etwas verspätet das umgesetzt, was der Übergangsvertrag für die Frankenbahn vorsieht. Dieser gilt bis Ende 2019. Anschließend sind dann für die Strecken im Neckartal und nach Würzburg neue Betreiber mit neuem Zugmaterial zuständig. Muslime der Ahmadiyya-Gemeinde zeigen auf dem Heilbronner Kielandsplatz eine Islamausstellung. Sie soll über die Religion informieren und Missverständnissen vorbeugen. Die Ahmadiyya-Gemeinschaft gilt als Reformbewegung innerhalb des Islams. Ihre Mitglieder setzen sich zum Beispiel für eine Trennung von Staat und Kirche ein. Die Ausstellung in der Heilbronner Fußgängerzone ist noch bis zum Samstag zu sehen. Selina Kalmbach ist ein gutes Debüt im deutschen Handball-Nationaltrikot gelungen. Beim ersten Auftritt der Abstatterin für die DHB-Juniorinnen empfahl sie sich beim Vier-Länder-Turnier in Niedersachsen mit 3 Siegen gegen Portugal, Spanien und Frankreich für weitere Einsätze. Trainerin Mariella Blom stellte Kalmbach nicht nur wegen ihrer 7 Treffer ein gutes Zeugnis aus, mehr davon im Sportteil der Heilbronner Stimme in der morgigen Ausgabe. Das 5. Internationale Akustik-Gitarrenfestival findet von Mittwoch bis Sonntag wieder im Wasserschloss von Bad Rappenau statt. Neben Konzerten gibt es dann einen Workshop sowie eine Ausstellung von Gitarren und Lauten. Das waren die Region News von heute. Stimme Aktuell gibt es morgen an dieser Stelle wieder ab 16 Uhr.